Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute reden wir mal ein bisschen über den Pfeiltest und vor allem auch, warum wir den überhaupt machen. Wenn du die Hintergründe erfahren willst, dann bleib dran. Tja, der Pfeiltest. Also ich kann dir jetzt schon mal sagen, der wird sehr, sehr, sehr umfangreich. Und heute reden wir einfach mal darüber, wie umfangreich er wird und vor allem auch, warum wir ihn machen. Denn damals im Jahr 2020, als ich mich wieder an den Bogensport rangetastet habe, gab es diese Dinger und diese Dinger auf dem Markt. Also das hier ist ein kompletter Plastikpfeil. Der Schaft ist aus Plastik. Die Spitze ist aus Metall, wer hätte das gedacht. Aber auch die Vanes sind aus diesem Plastik. Der hier ist da schon ein bisschen besser. Der hat wenigstens so einen halben Aluschaft, aber auch hier, ne, ein großer Teil des Schaftes ist einfach auch aus diesem Plastik. Und die Spitze ist geschraubt. Das ist nicht üblich für diese Pfeile. Normalerweise wurden die gestanzt. Das hier ist also ein besserer von den schlechten Pfeilen. Ja, in der Alligator habe ich die halt damals mitbekommen, ne? Alligator MK2, gutes Einsteigerteil, aber die Pfeile sind halt echt nicht toll gewesen. Dementsprechend war ich wirklich hellauf begeistert, als mich dann im Jahr 2021 meine erste Stinger erreicht hat. Das war eine Compact und bei der Compact bekommt man keine Übungsspitzen dazu, sondern die Botkins. Und da war ich echt, wow, da war ich richtig, richtig begeistert. Weil die sehen nicht nur toll aus, sondern die sind auch wirklich hochwertig. Ich habe bis jetzt sehr selten bemerkt, dass sich wirklich so ein Botkin-Pfeil verbogen hat. Und die haben auch ein ziemlich vernünftiges Gewicht. Bei der Compact war ich damit wirklich, boah, total begeistert. Allerdings ist es halt vorgekommen, in der Packung waren 6 Stück. Ich habe ganz am Anfang ein bisschen sehr schnell versucht, sehr schnell zu schießen, ohne es wirklich zu können. Dabei ist mir einmal passiert, dass ich durchgeladen hatte und dabei den Abzug gedrückt hatte. Es ist also nicht eingerastet und das Ding ist nach vorne geflogen. Ich hatte dabei noch nicht das Ziel anvisiert und bin deswegen ein bisschen nach rechts geflogen mit dem Pfeil. Der steckte dann in der Wand. Pfeil ist kaputt. Hatte ich nur noch 5. Ich brauchte also neue Pfeile. Und dann habe ich einfach mal geschaut, was gibt es sonst so. Und habe dann gesehen, die Botkins von Steamboat sind relativ teuer, mit 26 Euro für eine 6er-Packung. Dann habe ich gesehen, so ungefähr für 16 Euro gibt es sogar 10er-Pakete, auch von Steamboat, aber nicht die schwarzen, sondern das sind dann die blauen Pfeile. Und die sind auch nicht schlecht, also wirklich, die sind toll. Die sehen echt gut aus, ist halt eine Übungsspitze, die sind auch was leichter. Und ich glaube auch, das Schaftmaterial ist, glaube ich, auch nicht ganz so dickwandig wie bei den Botkins. Für den 35er Bogen ein Traum. Wirklich, wirklich toll. Richtig gut, günstig und ja, es ist nicht ganz so ärgerlich, wenn da mal einer zu Bruch geht. Und das passiert. Wirklich. Gerade wenn man halt mit der Compact immer weiter, immer schneller und dann irgendwann macht es tock, 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 tock und man nagelt sich einen Pfeil in den nächsten rein. Also zu der Zeit, wo ich die Compact, ausschließlich die Compact mit 35 Pfund benutzt habe, war der einzige Grund, warum Pfeile kaputt gegangen sind wirklich die Robin Hood Schüsse. Also, dass ich von hinten einen anderen Pfeil reingeschossen habe. Dann habe ich auf den 55er Bogen gewechselt. Ich wollte ja wissen, wie es höher geht. Und dann fingen langsam die Probleme an. Denn je nachdem, was man jetzt für ein Ziel hat und aus welcher Distanz man schießt, kann es halt auch mal passieren, dass der Pfeil ein bisschen bananenförmig wird. Und das ist echt ein Problem. Weil ein Pfeil, der so gebogen ist, der kann auch zu einem Fehlschuss werden. Der hier, wenn man den jetzt auflegt, kann es passieren, dass der vorne im Magazin anstößt und nicht rausgeht und die Sehne dazwischen eingeklemmt wird. Dann kann es sein, dass er sich noch mehr verbiegt, im schlimmsten Fall sogar ja, umklappt. Im besten Fall fliegt er nur raus und schlackert dann. Und da muss man aber auch wirklich hoffen, dass da jetzt kein Unfall passiert. Ne? Weil so ein Pfeil ist wirklich unberechenbar. Ich weiß nicht, weißt du ganz genau, liegt der jetzt so rum, liegt der jetzt so rum? Und was passiert, wenn der so fliegt? Ich wüsste es nicht und ich wäre mir auch nicht allzu sicher, wie das dann passiert. Faktisch ist es halt so unkontrollierbar, da musst du aufpassen. Ja, und das ist halt einfach das Ding, die Alus können kaputt gehen.
und sich verbiegen. Man muss aber auch dazu sagen, den hier, den habe ich auch mit Robin Hood Streifschüssen malträtiert. Muss man auch sagen. Wenn man hier seitlich einen Streifschuss hat, kann es gut sein, dass sich das Ding verbiegt. Aber gefährlich wird es halt dann, wenn du nicht merkst, dass es sich verbogen hat und den trotzdem schießt und der Pfeil hingeht, wo du nicht hinhaben willst. Aber gut, für die Tactical habe ich dann halt einfach immer die Bodkins benutzt. Kein Problem. Alles gut, die verbiegen sich nicht oder die haben sich bei mir nie verbogen. Die haben immer schön das Ziel getroffen und die fliegen auch einfach einen Ticken satter. Aber dann wollte ich irgendwann mal den 90er-Bogen ausprobieren. Und dann fingen wirklich die Probleme an. Ich habe schon einfach die blauen aus Prinzip nicht geschossen, weil ich halt wusste, die können sich schon mal 55 verbiegen. Damals gab es ja auch noch die alte Steamboat-Scheibe. Da wurden die Pfeile nicht so sanft gebremst, sondern doch ziemlich hart. Und da kann sich das dann wirklich verbiegen. 90er-Bogen hat echt keinen Spaß gemacht mit den Bodkins. Also wirklich nicht. Da sind teilweise die Spitzen in der Matte stecken geblieben. Die aus der Matte rauszuziehen war wirklich, wirklich schwer. Und langfristig sind immer die Endkappen gerissen. Du konntest eigentlich schon fast die Uhr danach stellen. Bei mir waren es zwischen 5 und 50 Schuss, dann gab es ein Haarriss. War einfach so. Ich habe sie dann immer ganz brav und fleißig ausgetauscht, die Endkappen. Aber irgendwann dachte ich mir halt echt, das wird jetzt auf Dauer doch recht teuer. Und dann fing ich halt an, mal nach Lösungen zu suchen. Und ich kenne es halt aus dem Bogensport. Als jüngerer Teenager habe ich viel Bogen geschossen damals. Und davon weiß ich halt, dass du halt wirklich niemals einen Leerschuss machen solltest. Und wenn dein Pfeil viel, viel zu leicht ist, dann kommt das fast schon einem Leerschuss gleich. Das heißt, der Bogen als solches leidet. Und im besten Fall leiden dann sogar nur die Endkappen. Das ist halt der Vorteil, wenn so eine Endkappe reißt, ist der Bogen nicht gerissen. Das ist eine gute Sache. Lieber die Endkappe austauschen für 5 Euro, als den Bogen für 50 Euro. Ne? Aber trotzdem, auf Dauer wurde es einfach ein bisschen zu teuer für mich. Und deswegen habe ich mich dann umgeschaut nach einer Lösung. Und die Lösung, höheres Gewicht, bin ich dann fündig geworden bei vorerst nur 2 Anbietern. Man muss dazu sagen, das war im Januar 2022. Und das waren damals nur crossbowtuning.com und Thorsten Bahle. Beide nicht allzu günstig, sehr gut, aber halt wirklich nicht günstig. Und da war es halt wirklich völlig klar. Ne? Also günstige Pfeile für deinen 35er und 55er Bogen. Aber wenn du den 90er schießen willst, dann musst du wirklich Geld investieren für gute Pfeile. Das habe ich dann gemacht und war damit wirklich, wirklich sehr zufrieden. Im ganzen Jahr 2022 musste ich dann nur 1 bis 2 Mal die Endkappen tauschen. Und einmal war es halt durch die Katzen und einmal war es wirklich durch einen Leerschuss. Das war ein Fehler von mir. Ich glaube, ansonsten hatte ich echt keine Probleme mehr mit den Endkappen. Das Problem war also gelöst. Warum mache ich dann jetzt dieses Video überhaupt? Anstatt euch einfach zu sagen, Thorsten Bahle und Crossbow Tuning, feuerfrei. Naja, auf dem Markt ist mittlerweile ziemlich viel passiert. Es gibt jetzt noch haufenweise andere Pfeilmarken und da wollen wir einfach mal schauen, schaffen die es denn mittlerweile auch, genügend Gewicht reinzubringen und schaffen die es dann auch, gute Ergebnisse zu erzielen. Außerdem ist mir natürlich vollkommen klar, dass nicht jeder von euch 7 Euro für einen Pfeil ausgeben will. Und gerade wenn ihr die leichten Bögen schießt, ist das auch wirklich nicht notwendig. Und deswegen kommt der Pfeiltest. Ich möchte im Grunde für jeden Anwendungszweck in jedem Bogen einen Pfeil finden, der für dich wirklich gut ist. Also, der Status quo: Aluminiumpfeile, die von der Präzision her toll sind, solange sie sich nicht verbogen haben, die sich aber verbiegen können und nicht unbedingt genug Gewicht mitbringen für den 90er Bogen. Außerdem ist es mittlerweile natürlich so, wir wissen es alle, mittlerweile ist es ganz klar öffentlich gemacht worden, für die Steamboat Stinger wird es einen 120er und einen 150er Bogen geben. Also bis zu 60 Pfund nochmal obendrauf. Wir brauchen also ganz, ganz, ganz dringend richtig schwere Pfeile. Noch ein Pfeil, auf den ich jetzt noch nicht allzu viel eingegangen bin. Steamboat hatte natürlich von Anfang an auch die Jagdpfeile. Die sind auch noch einen Ticken schwerer. Ich wiege sie euch mal gerade. Die Jagdpfeile von Steamboat sind gewichtstechnisch zwischen den Bodkins und den Übungsspitzen. Der Grund, warum ich sie halt nie benutzt habe, ist halt einfach ganz klar, eine Zielscheibe zerschieße ich mir damit und ich gehe auch nicht mit der Armbrust jagen.
Dementsprechend habe ich eigentlich keine Verwendung für die. Natürlich braucht man sie. Natürlich. Für die Sammlung. Natürlich. Ne? Der Gerald hatte da in unserem Interview einen tollen Satz gesagt. Er mag es einfach, an den Dingern rumzufingern. Und da muss ich sagen, ja, ich auch. Brauchen tut man es nicht. Die schon eher. Zu Halloween 2022 gab es dann außerdem noch diese Botkins. Einfach die ganz normalen Steamboat-Botkins, aber halt in lila und orange. Ich finde, die machen einfach optisch was her und sind für den 55er-Bogen echt top. Für den 90er natürlich nicht. Ne? So, aber was kommt denn jetzt alles auf uns zu? Erstens an Kategorien, an Aufgaben für die Pfeile und zweitens, wer sind die Teilnehmer? Kommen wir mal zum Bewertungssystem. Ich zeige euch jetzt mal, welche Kategorien wir in dem Pfeiltest uns anschauen und auch, wie wir es dann im Anschluss bewerten. Als erstes ist für uns wichtig die Auswahl der verschiedenen Spitzen. Das heißt, hat ein Hersteller zum Beispiel nur eine einzige Spitze im Angebot, dann bekommt er eine relativ niedrige Wertung. Wenn ein Hersteller jetzt 4 verschiedene Spitzen hat, würde er hier volle Punkte kriegen. Als nächstes kommen die verschiedenen Gewichtsklassen. Also auch eine sehr wichtige Kategorie zum Thema Auswahl, aber hier jetzt nicht auf die Spitzen, sondern auf die Gewichte bezogen. Das ist halt wichtig, je nachdem, welchen Bogen ihr benutzen wollt. Ein anderer Punkt ist die Wertigkeit. Also wie kommt der Pfeil aus der Verpackung? Ist er hochwertig verarbeitet? Wurden gute Materialien verwendet? Und wurde hier auch wirklich gut gearbeitet oder gibt es wirkliche Produktionsmängel? Auch ein sehr wichtiger Punkt, natürlich der Preis. Wobei der Preis die eine Sache ist. Im Endeffekt müsst ihr dann natürlich das Preis-Leistungs-Verhältnis für euch bestimmen. Und das macht ihr am besten am Ende des Tests. Auch wichtig, die Verfügbarkeit. Ist der Pfeil zum Beispiel nur bei einem einzigen Händler zu kriegen und hat ewig Lieferzeit, muss gegebenenfalls sogar noch neu bestellt werden beim Großhändler und es dauert bis zu 4 Wochen, dass der bei euch ist, dann kriegt der Pfeil eine relativ schlechte Bewertung. Ist der Pfeil jetzt allerdings auf Amazon verfügbar und kann mit Prime geliefert werden, du bestellst und er ist am nächsten Tag da, wäre das die volle Punktzahl. Ein anderer wichtiger Punkt ist natürlich die Präzision. Und da testen wir einerseits die typische Stinger-Präzision, also auf relativ kurze Distanzen, so ungefähr 10 Meter. Das machen wir dann unten bei mir im Keller. Und wir gucken auch in der Kiesgrube, wie weit kommen wir denn wirklich effektiv. Wenn wir schon mal in der Kiesgrube sind, dann kann es auch dreckig werden. Und dann testen wir die Kategorie Stock und Stein. Was heißt Stock und Stein? Naja, also wir machen keine Zombiejagd. Das kann ich euch jetzt schon mal vorwegnehmen. Da müsstet ihr euch dann bitte bei anderen Anbietern für YouTube-Videos umschauen. Kleiner Tipp, der Sprave macht das sehr gut. Ich möchte aber nicht in diese Ecke reinkommen, deswegen machen wir das Stock und Stein. Das heißt, wir testen einmal auf alte Holzbretter den Durchschlag und auch auf alte Fliesen den Durchschlag. Aber ich habe schon gesehen in den Kommentaren, es führt keinen Weg dran vorbei. Es wird natürlich auch einen Gelatine-Test geben. Und auch ganz wichtig, FPS-Messung wird es natürlich auch geben. Ja, und ganz am Ende des Tests können wir uns natürlich auch die Haltbarkeit angucken. Dann haben wir schon reichlich geschossen und dann kann ich auch sagen, wie haltbar ist denn jetzt wirklich dieser Pfeil? Weil es bringt natürlich nichts, wenn er total wertig aus der Packung kommt, aber nach 2-mal Schießen schon nicht mehr zu gebrauchen ist. Das sind jetzt erstmal die Kategorien. Wenn dir jetzt noch eine Kategorie einfällt, die ganz, ganz, ganz wichtig ist und die ich jetzt nicht genannt habe, dann schreib das bitte ganz schnell in die Kommentare. Wenn du Glück hast, kann ich das noch rechtzeitig lesen und nehme es mit ins Video auf. Wir haben jetzt also verschiedene Kategorien und da gibt es dann bis zu 5 Punkten. 5 Punkte, wenn das der perfekte Pfeil in dieser Kategorie ist, 1 Punkt, wenn es halt der schlechteste Pfeil in dieser Kategorie ist und 2 bis 4, wenn es irgendwo dazwischen liegt. Natürlich ist es so, dass einzelne Kategorien für dich vielleicht total unwichtig sind und andere Kategorien dafür viel, viel wichtiger sind. Ein kleines Beispiel zum Beispiel. Mir persönlich wäre der Stock- und Steintest relativ egal, weil für mich zählt die Präzision und auch die Auswahl der Gewichte. Aber vielleicht ist das bei dir ganz anders. Dann ist es natürlich so, musst du die einzelnen Punkte anders gewichten. Das schauen wir uns dann aber so an, wenn es soweit ist und wir ausreichend Daten haben. Und dann gucken wir auch mal, was sagt uns das denn jetzt wirklich. Aber ganz grundsätzlich ist es so, alles, was ich hier in diesem Test herausfinde, ist letztendlich subjektiv. Ich versuche es objektiv zu machen. Aber natürlich wird es auch einen Glückstreffer geben, es wird Pechtreffer geben. Es wird einfach auch den Moment geben, wo zum Beispiel das Gewicht und die FPS natürlich gegeneinander arbeiten.
Also du kannst nicht hohe Punkte bei Gewicht kriegen und gleichzeitig hohe Punkte bei FPS. Ziemlich, ziemlich sicher nicht. Dementsprechend musst du das dann am Ende in die passende Gewichtung bringen. Aber nur wie gesagt, ich helfe euch dabei. So, dass wir dann wirklich am Ende jeden einzelnen Pfeil beurteilen können, wo ist die Stärke dieses Pfeils und wo ist der Nachteil dieses Pfeils. Ja, und ich würde sagen, wir fangen doch einfach mal an mit der Beurteilung der ersten Kategorien. Und zwar beim Status Quo, also die Alu-Stinger-Pfeile. Wir haben hier eine halbwegs gute Auswahl. Wir haben die Übungsspitzen, wir haben die Botkins und wir haben die Jagdspitzen. Das würde jetzt hier tatsächlich 4 von 5 Punkten geben. Das ist schon mal in Ordnung. Denn man hätte jetzt natürlich noch so einen Hybridpfeil dazu nehmen können. Etwas zwischen Botkin und Jagdspitze. Hat Steambo mit den alten Pfeilen nicht getan, deswegen gibt es da nur 4 von 5 Punkte. Anders sieht es allerdings bei den Gewichtsklassen aus. Hier sind die Pfeile halt einfach nicht besonders variabel. Es gibt die Pfeile eigentlich nur in 2 verschiedenen Gewichtsklassen, allerdings heben die sich nicht sonderlich ab. Also wir haben hier einmal halt die Übungsspitzen mit 9,3 bis 9,5 Gramm und dann haben wir die Botkins, die ungefähr auf 10,3 kommen. Das ist halt leider noch nicht genug wirklich für den 90er Bogen, dafür bräuchte man 10,5 und aufwärts. Das heißt, ich kann hier leider noch keine 4 Punkte geben. Das wären dann nur 3 Punkte. Kommen wir zur Wertigkeit und Verarbeitung. Das hier wäre ganz klar einer. Ein Punkt in der Wertigkeit. Weil das sind keine hochwertigen Materialien, die hier verwendet wurden. Das ist alles ein Guss aus Plastik. Nicht gut. Das hier wären dann 2 Punkte. Das heißt, hier wurden jetzt schon mehr Materialien verwendet. Aluminium, nicht nur Plastik. Aber wir haben hier immer noch die schlechten Plastikvanes. Die Pfeile von Steambo sind da schon besser. Wir haben hier auch einen Aluschaft, der ist aber deutlich hochwertiger als bei den billigen China-Pfeilen. Und wir haben eine wirklich hochwertige Polymernocke. Außerdem haben wir ziemlich hochwertige Vanes. Dementsprechend würde es für die Wertigkeit der alten Steambo-Pfeile 3 von 5 Punkten geben. Kommen wir zum Thema Verfügbarkeit. Also die Pfeile von Steambo, die sind ab und zu mal nicht lieferbar gewesen. Das war aber zur absoluten Hype-Zeit. Ich würde sagen, aktuell ist die Lieferzeit echt gut. Sie ist nicht ganz so schnell, wie wenn ein Produkt auf Amazon Prime wäre. Dann ist es heute bestellt und morgen da. Aber selbst wenn man bei Steambo in Österreich bestellt, dauert es in der Regel 2 bis 3 Tage und der Pfeil ist da. Also gibt es für diese Kategorie 4 von 5 Punkten. Die ganzen Schusstests machen wir jetzt mit diesen Pfeilen nicht in diesem Video. Das werden wir auch machen, auf jeden Fall. Dann, wenn wir die Tests machen, werde ich auch kurz mal die alten Steambo-Pfeile zwischenschieben. Aber für dieses Video, denke ich, reicht es, wenn ich euch sage, dass natürlich bei FPS der schnellste Pfeil die beste Wertung bekommt und der langsamste die schlechteste Wertung. Bei Präzision müssen wir natürlich den Streukreis ermitteln. Und dann gucken wir auch da, was ist das Beste, was ist das Schlechteste und dementsprechend verteilen wir die Punkte. Was uns Stock und Stein so ganz verraten soll, weiß ich noch nicht, aber ich glaube, es wird unterhaltsam. Gelatine, klar, würde uns die Penetration zeigen. Wir möchten natürlich auch hier unterhalten auf diesem YouTube-Kanal und nicht nur trocken die Sachen durchgehen. Ja, und die Haltbarkeit ermitteln wir dann zum Schluss. Aber ich kann euch sagen, aus Erfahrung, die Haltbarkeit der Alufeile ist so halb gut. Also bei den Alufeilen ist es halt wirklich so, die blauen können sich recht leicht verbiegen und mit dem 90er erst recht. Wenn die sich einmal verbogen haben, hat sich das letztendlich erledigt, weil den kriegst du nicht mehr gerade gebogen. Und das ist halt einfach ein Thema bei der Haltbarkeit. Bei der Haltbarkeit wird es aber keinen Punktabzug geben, wenn du durch einen Robin Hood-Pfeil den anderen Pfeil zerstörst, weil das wird wahrscheinlich immer so sein. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendein Pfeil da eine Ausnahme macht. Wenn du einen Pfeil mit dem anderen triffst, wird der Pfeil mindestens kaputt sein, vielleicht auch noch der. Aber ich hoffe tatsächlich bei diesem Test auf reichlich Robin Hood-Treffer, gerade bei den Alu-Schäften, weil dann habe ich eine coole Idee, die ich euch mal zeigen möchte. Thema Leuchtnocken bei der Stinger. Soweit zum Bewertungssystem. Kommen wir jetzt zu den Teilnehmern. Als ersten Teilnehmer bezeichne ich Wansmar beziehungsweise auch noch andere Pfeile von Amazon. Letztendlich sind das hier China-Pfeile,
Aber die sind gar nicht mal so schlecht. Die haben nämlich einen mehr oder weniger Carbon-Schaft und auch einigermaßen gute Spitzen. Also nicht den China-Schrott, den wir von früher kennen. Dazu zähle ich hier einmal diese Amazon-Marke Wansmar und andererseits aber auch die Pfeile von Expo FMA. Denn wenn man sich das mal genau anschaut, das ist Wansmar, das ist Expo FMA, es sind absolut die gleichen Pfeile. Die Vanes sind absolut identisch, wirklich mit dem kleinen Knick hier oben. Die Nocken sind absolut identisch. Das Einzige, was sich halt unterscheidet, sind eigentlich die Spitzen. Also das hier ist jetzt Expo FMA, das soll der Deep Penetration sein. Und das hier ist von Wansmar einfach ein ganz normaler Bodkin. Der nächste Teilnehmer im Test ist Yak Archery. Und die treten an, auch mit ähnlichen Pfeilen wie die Wansmar-Pfeile, aber eindeutig sind das hier andere. Denn wir haben einerseits eine hochwertigere Aluminiumnocke als bei den anderen, da war es Plastik, und auch nicht so hochwertiges Polymer wie bei der Stinger. Hier ist es wirklich gutes Aluminium und die Vanes sind andere. Die erinnern mich optisch ein bisschen an die High-Speed-Vanes von EK Archery, also die Vanes, die wir bei den Vlad-Pfeilen haben. Na, hier der 1:1 Vergleich. Wansmar, Yak Archery. Also die Vanes sind wirklich anders. Außerdem ist mir zu Ohren gekommen, an der Stelle vielen Dank an Patrick Mast, der mich da aufgeklärt hat. Es gibt auch No-Name-Pfeile, die absolut identisch sind zu denen von Yak Archery. Also hier mal die Übungsspitze von Yak. Und hier die Übungsspitze von den eBay No-Name-Pfeilen. Die Vanes, die haben halt eine andere Farbe, aber es sind formtechnisch sind es die gleichen. Auch vom Material her sind es die gleichen und die Nocken sind die gleichen. Deswegen nimmt das hier als ein Teilnehmer teil. Der nächste Teilnehmer im Pfeiltest ist Gogun. Und zwar mit den neuen Pfeilen. Das sind die Übungsspitzen, das sind die Bodkins, das sind die Jagdspitzen und das sind die Kriegsspitzen. Sehr interessante Pfeile. Mehr dazu im nächsten Video. Ja, der nächste Teilnehmer ist Steambo. Steambo nimmt mehrfach teil. Einmal halt mit dem Status Quo, also das war jetzt dieses Video. Und dann gibt es aber auch die neuen Steambo-Pfeile. Und zwar gibt es da einmal die neuen Vollcarbon-Pfeile. Alle verschiedenen Spitzen. Die sind wirklich Vollcarbon-Pfeile. Und dann gibt es ja auch ganz neu von Steambo die Hybrid Carbon-Pfeile. Na, mit dem kurzen Edelstahl. Das sind die Dinger, von denen ich echt ziemlich begeistert war, wie ich sie hier hatte. Und wie die im Test abschneiden, werden wir sehen. Als nächstes haben wir S und K im Test. Und auch S und K hat uns eine sehr große Auswahl zur Verfügung gestellt. Wir haben hier mehrere Spitzen. Wir haben auch gleichzeitig mehrere Gewichtsklassen. Und auch noch ein Premium-Pfeil. Und zwar sind das die neuen 3K-Carbon-Pfeile. Die kommen natürlich auch mit in den Test. Also ich meine, wenn man so sieht, was S&K und Steambo für eine Auswahl haben, dann könnte man sich jetzt schon vorstellen, wo es die Auswahlpunkte gibt. Der nächste Hersteller für den Test ist CrossbowTuning.com. Und ja, die Pfeile sind zwar preislich recht teuer, aber man hat hier auf jeden Fall eine absolut geniale Auswahl. Verschiedene Gewichte, verschiedene Spitzen. Mehr dazu im Pfeiltest zu CrossbowTuning.com. Und dann haben wir den Sieger der Herzen im Jahr 2022, Thorsten Bahle. Hier kann ich schon mal vorwegnehmen, die Auswahl beim Bahle ist relativ gering. Man hat im Grunde nur eine Gewichtsklasse, und zwar die schweren Pfeile, also für 90 und aufwärts. Aber man hat hier wirklich was Einzigartiges. Denn diese Pfeile haben einen anderen Durchmesser. Das sind 1,4 Zoll. Hier mal daneben einen Yak gehalten. Man sieht, es ist deutlich dicker. Das zahlt natürlich massiv auf die Langlebigkeit ein. Aber man kann sich vorstellen, dadurch wird der Preis steigen. Und somit kommen wir auf 7 verschiedene Hersteller von Pfeilen. Und ihr seht, es wird interessant. Schreibt mir noch bitte in die Kommentare, was du meinst, was ich noch vergessen habe. Oder ob es wirklich einen ganz wichtigen Pfeil gibt, den ich noch nicht aufgezählt habe. Wobei ich wirklich dazu sagen muss, eigentlich ist jetzt mal Schluss.
Ich hatte zwar gesagt, der Bolzmaster kommt mit rein, aber ich habe mich dagegen entschieden, weil der Bolzmaster ist relativ teuer und ist relativ leicht. Das heißt, für meine Ansprüche wäre er wahrscheinlich eh nichts. Und da er preislich nicht so attraktiv ist, nehme ich ihn einfach gar nicht mit rein. Das macht bitte der Reini. Vielleicht kann der Reini uns auch alle überzeugen, dass die Bolzmaster-Pfeile die besten sind. Dann werde ich sie natürlich auch nachtesten. Aber ich denke, vorerst reichen diese 7 verschiedenen Hersteller, oder? Eine Sache habe ich noch. Einen Geheimhersteller. Und zwar der Jan. Der Jan macht eigentlich Messer. Und er hat sich gedacht, er macht hier mir jetzt einfach mal so einen Nagel. Der ist echt sehr, sehr fies und scharf. Und auch ordentlich schwer. Um die 30 Gramm. Das ist jetzt 1 Gramm pro Pfund. Also viel zu schwer. Aber wir testen mal, ob es geht. Es geht. Mehr oder weniger. Wie sich das Ganze auf Reichweite und sonst wie verhält, werden wir sehen. Völlig klar ist natürlich, das Ding ist nicht so ganz ernst gemeint. Das ist eher so als Notlösung, als was kann man machen, wenn man nichts anderes mehr hat. Dafür ist es gedacht. Sein Ursprungsgedanke war halt, er will einen Pfeil haben, den er nicht kaputt kriegt, wenn er einen Robin Hood Shot macht. Und ich glaube, das ist ihm gelungen. Aber logischerweise fliegen die Dinger nicht so gut, weil natürlich keine richtige Gewichtsverteilung da ist. Ne? Also ein Pfeil sollte im besten Fall immer im ersten Drittel ausgewogen sein. Die sind halt genau bei 50% ausgewogen. Aber macht schon Spaß mit den Stahldingern. Die sind natürlich auch Magazin geeignet. Um das zu belegen, mache ich jetzt einfach mal gerade 2 hintereinander rein. Mal gucken, ob es auch klappt, wie ich mir das so vorstelle. Klappt. Also auf kurze Distanz ist das schon mal echt lustig, aber ich sage es jetzt schon mal, ist kein richtiger Teilnehmer, ist eher so ein kleiner Gag jetzt hier. Die richtigen Teilnehmer sehen wir dann, wenn es anfängt, mit 7 vs. Target. Ja, weil wenn man so ein aufwendiges Videoprojekt hat, dann kriegt das auch einen Namen. Und ne, wir wissen alle, die Idee kam mir schon im Oktober, November, so den Dreh. Und was läuft da auf YouTube Deutschland? 7 vs. Wild. Und euch wünsche ich ganz viel Spaß mit der kommenden YouTube-Serie. Ich hoffe, es hat dir gefallen, weil das war's für heute. Und jetzt fangen die richtigen Tests an. Also, sei gespannt und ich freue mich drauf, wenn du dabei bist bei der neuen YouTube-Serie 7 vs. Target. Und in dem Sinne verabschiede ich mich für heute. Mach's gut und bis bald. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder hier bei MAG. Modern Archery Germany. Das Dingerlock V1, ne? Das ist echt nicht schlecht. Einfach mal auf Schnelligkeit auf die Scheibe. Ne? Ich wurde auf der Messe gefragt, wie schnell ich eigentlich bin. Keine Ahnung, ich hoffe, das hier kann ich jetzt mal messen. Aber ich muss sagen, ich habe ein bisschen die Übung verloren. Ich war mal schneller. Obwohl, nee, ich glaube, ich habe es noch drauf. Mach's gut, ciao, bis nächste Woche. Fürchterlich gesprayt, fürchterlich. Also hat ja nichts mit Präzision zu tun, mein lieber Scholli.